Super Böller 2 sind dann noch sehr gute Böller, mit die lautesten Super Böller 2, die es gibt. Hinten Tonerde, einigermaßen dicke Wandung, kann man zwar eindrücken, vorne sind sie noch zugestopft. Jo, definitiv sehr geil. So gut sind echt kaum Super Böller 2. Sehr gut. Fire Event roter Corsair. Der Wahnsinn. Silver Pirat von Fire Event. Ordentlich laut. Die 2015er Version der kubischen Kanonenschläge von Aldi Süd mit dem Namen Taipei. Die Verarbeitung ist ganz okay. Wir sind relativ hart, nur wenige kann man etwas eindrücken. Jetzt testen wir sie einfach mal, ob denn der Knall überzeugen kann. Der war nicht so laut. Sehr dumpfer Knall. Wieder leiser. Der war sehr ordentlich. Auch sehr laut. Auch der war super. Gute Charge. Thunder Kong Headbanger von Leslie. Ordentlicher Knall. Kanonenschlag made in Germany. Die 2015er Version der Lidl-Kubis von Weco sind steinhart, sehen auch einigermaßen gut verarbeitet aus. Schauen wir uns mal den Knall an. Sehr geil. Der war auch sehr ordentlich. Sehr dumpf, aber extrem laut. Pyroart Dynamit Super Böller 2. Ordentlich laut. Kanonenschläge von Weco, made in Germany. Sehr geil, dieser Silberblitz, und der Knall ist auch sehr ordentlich. Echt geil. Absolut coole Teile, wirklich. King Cobra von Fire Event, noch die alte Version.